In diesem Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Leica BLK 360 Ihre Bestandsaufnahme durchführen. Starten Sie als erstes den Leica BLK 360. Verbinden Sie nun das iPad per WLAN mit dem BLK. Gehen Sie hierzu auf dem iPad in die Einstellungen und dann auf WLAN. Sie finden den Leica BLK 360 unter den aufgeführten WLAN-Netzwerken. Das Passwort für die WLAN-Verbindung finden Sie auf der Innenseite des Batteriefachdeckels. Starten Sie als nächstes Recap Pro auf dem iPad und legen Sie ein neues Projekt an. Wir starten hier mit dem Erdgeschoss. Die Scan-Einstellungen können Sie über die Schaltfläche Einstellungen anpassen. Wir belassen es bei den Standardeinstellungen und starten den ersten Scan. Das Scanning wird hier per Zeitraffer dargestellt. Recap versucht, benachbarte Scans direkt nach der Erfassung zu registrieren. Unter Registrieren versteht man beim Laserscanning das Verknüpfen einzelner Laserscanner-Standorte zu einem gesamten Projekt bzw. zu einer Projektwolke. Sie bekommen den Hinweis: Registriert, bitte bestätigen. Klicken Sie auf den Fortschrittsbalken, um sich eine Vorschau der Registrierung anzuzeigen. Mit der Zwei-Finger-Geste können Sie in die Vorschau hineinzoomen. Ist alles in Ordnung? Dann klicken Sie Scans zusammenführen. Um eine bessere Übersicht über das Projekt zu behalten, wechseln wir die Ansicht. Klicken Sie dazu auf einen Scan. Recap springt nun in die Panorama-Ansicht. In dieser können Sie zum Beispiel kontrollieren, ob alle relevanten Bereiche erfasst worden sind. Wechseln wir zur Kartenansicht, indem wir auf das Kartensymbol klicken. Die Erfassung der restlichen Räume zeigen wir Ihnen im Zeitraffer. Hin und wieder lassen sich Scans nicht automatisch registrieren. Für diesen Fall bietet Recap die manuelle Registrierung. Ziel ist es, zwei benachbarte Scans anhand von drei identischen Punkten grob zu orientieren, sodass Recap diese per Cloud-to-Cloud registrieren kann. Wählen Sie also drei Punkte auf drei unterschiedlich ausgerichteten Flächen. Recap versucht dann augenblicklich, die Scans aufeinander auszurichten und gibt Ihnen eine Rückmeldung, wie die Scans zueinander passen. Ist alles in Ordnung, können Sie über einen Klick auf Zusammenführen die beiden Scans zusammenführen. Das Erdgeschoss ist nun erfasst. Unterbrechen Sie das Projekt und legen ein neues für das Kellergeschoss an. Bei der Erfassung des Kellergeschosses verzichten wir vorerst komplett auf die Registrierung auf dem iPad. Wir übertragen lediglich die erfassten Scans auf das iPad. Sind alle Scans erfasst, unterbrechen wir wieder das Projekt und legen nun ein letztes Projekt für die Fassade an. Die Scans registrieren wir wieder direkt auf dem iPad. Über die Panorama-Ansicht wechseln wir wieder zur Kartenansicht, um einen besseren Überblick zu behalten. Damit ist unsere Erfassung abgeschlossen. Wie Sie das KG registrieren und wie Sie die Daten auf Ihren Rechner übertragen, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Tutorial. Hat Ihnen unser Tutorial gefallen? Dann geben Sie uns doch einen Daumen nach oben bzw. empfehlen uns weiter. Informieren, testen, mieten, kaufen. Scanner to go.